Was ist denn das? Sieht aus wie ein Freefall Tower in einem Freizeitpark, ist aber ein Weltraumlift. Um die Vision des Weltraumliftes ganz zu verstehen, denken wir mal wie ein russischer Physiker im Jahre 1895, nämlich wie Konstantin Tsiolkovsky. Der hat sich in den französischen Eiffelturm angeschaut und hat sich gedacht, Mensch, warum bauen wir nicht einfach so einen Turm bis ins Weltall hoch? Dann könnte man da immer Dinger hoch und runter bringen. Gut, das hat sich jeder schon mal im Sandkasten gesagt. Oder zu seiner Freundin. Er baut seine Sandburg jetzt bis zu den Sternen. Tsiolkovsky hat sich da aber natürlich mehr gedacht. Er wusste, dass man irgendwie noch eine zweite Aufhängung im Weltall fixieren müsste, zwischen denen man dann ein Seil spannen könnte. Aber damals konnte man noch keine Dinge in die Erdumlaufbahn bringen. Bis dann die Raketentechnik aufkam. Die Idee des Weltraumlifts keimte 1957 wieder auf. Man hatte die Idee, einfach einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken. Der steht dann immer über demselben Ort der Erdkugel. Er ist im sogenannten geostationären Orbit. Das Coole an so einem Satelliten im geostationären Orbit, er bleibt immer gleich weit weg von der Erde entfernt. Denn die Erdanziehungskraft zieht ihn an. Aber er will mit einer Geschwindigkeit v geradeaus fliegen. Die haben wir blau eingezeichnet. Das führt zur sogenannten Fliehkraft, die der Gravitationskraft entgegenwirkt. Die ist hier mal rot. Die Fliehkraft ist aber nur eine Scheinkraft. Sie existiert nicht. Wir meinen nur, dass es sie gibt. In Wahrheit gibt es nur die Geschwindigkeit und die Gravitationskraft, die sich zur Orbitalbahn aufaddieren. Und so bleibt der Satellit immer auf seiner Bahn um die Erde. Das ist jetzt nicht ganz physikalisch korrekt, aber so müsst ihr es euch vorstellen. Wenn ihr es nochmal etwas genauer betrachtet haben wollt, dann drückt kurz Pause und schaut euch unser Video zu den Satelliten auf ihrer Umlaufbahn rein. Alle wieder da? Super! Wir haben jetzt also unseren Satelliten hier oben. Um den Weltraumlift zu realisieren, müsste man theoretisch nur noch ein Seil vom Satellit zur Erde lassen und schon wären beide verbunden. Aber das sind leider mal gut und gerne 36.000 Kilometer. Ein normales Seil würde da reißen. Also muss man entweder ein Seil aus neuem Material entwickeln, das nicht reißt, oder eine andere Methode entwickeln. Zum Beispiel einen Turm von der Erde ausbauen. Leider kracht er bei einer bestimmten Höhe zusammen, weil das Fundament die Masse darüber nicht mehr halten kann. Baut man den Turm eben von oben aus? Klar, das würde gehen. Sofern man den Turm in beide Richtungen baut, man muss ja das Kräftegleichgewicht des Satelliten beibehalten. Der Turm zur Erde würde die Gravitationskraft größer machen. Der Turm ins All die Scheinkraft namens Fliehkraft. Das ist zu viel Arbeit, würde aber gehen. Da ist das Seil doch besser. Fakt ist, dass die NASA ziemlich hohe Preisgelder für die Lösungen der Probleme des Weltraumlifts ausgeschrieben hat. Man braucht ein neues Material für das Seil. Eine Idee, wie man das Seil überhaupt vom Satellit zur Erde bringt. Eine fette Basisstation auf der Erde, die alle auftretenden Kräfte am Seil abfangen könnte. Und natürlich einen Antrieb für den Lift. Denn mit einem normalen Kabel kann man keinen Strom mehr in 35.000 Kilometer Höhe bringen. Da wird der Widerstand des Kabels zu groß. Wer also eine Idee hat, die funktionieren könnte und eins der Probleme löst, nicht weiter sagen, patentieren und an die NASA verkaufen. Dann gibt's Cash. Bleibt festzuhalten, dass so ein Weltraumlift eine richtig coole Sache ist. Und dass daran natürlich wie wild geforscht wird. Denn so ein Lift kann dann Space Shuttles zur ISS ersetzen. Wenn es so einen Lift geben würde, wer von euch würde auch mal damit hochfahren? Beziehungsweise wer kann sich vorstellen, die Erde zu verlassen und im Weltraum zu leben? Schreibt's doch mal in die Comments. Hier rechts geht's nochmal zum Video, wie Satelliten am Himmel bleiben. Unbedingt abchecken. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen und freuen uns, wenn ihr auch mal auf unseren anderen Kanälen vorbeischaut. Einfach mal rumstöbern. Bis dann und ciao.